Erneut willkommen zurück zu Let's Play Paper Mario, meine lieben Freunde. Ja, ich bin jetzt hier im Keller von Bowsers Festung und hier ist es so dunkel, dass ich jetzt leider ständig Watt brauche. Das heißt, ich kann hier unten keine Gegner mit Gumbarius scannen, weil es einfach viel zu finster ist. Und diese Gegner sind diese komischen Stachelpanzerwesen. Ich weiß eben, wie gesagt, gar nicht, wie die heißen, weil ich sie noch nie scannen konnte. So, deswegen werde ich ihnen ganz einfach ausweichen, weil die haben eine ziemlich hohe Verteidigung. Ah genau, so und hier gibt es jetzt wieder ziemlich viele Wege, die ich gehen kann. Ich muss halt den richtigen finden. So, jetzt brauche ich hier ganz kurz Paracari, auch wenn man jetzt leider fast nichts sehen kann. So, bin ich jetzt hier drüben und gleich wieder Watt. Und weiter geht's. Ach du meine Güte. So, jetzt hätte ich hier einen Weg unten, einen oben hinten und einen in der Mitte. Okay, Moment mal, hier gibt es noch einen Block. Vielleicht ist da irgendwas Praktisches drin. Vielleicht ist es auch nur Müll. Und es ist ein Powerblock. Okay. Falls ich ein besseres Item finde, werde ich den Powerblock einfach wegwerfen. Ah ja, hier geht's wieder weiter. Wieder auf Paracari geswitcht und wieder rüber geflattert. So, und gleich wieder Watt. So, also ich... Ah ja, ich kann hier schon mal weiter, aber... Der Keller geht auch noch weiter. Ich hoffe wirklich sehr, dass ich gegen kein einziges dieser komischen Viecher kämpfen muss. Und oh mein Gott, hier sind lauter... Patrouillen. Wow. Lass mich bloß in Ruhe. Nein, lass mich in Ruhe. Schon wieder ein Block. Oh, ein Sternenwind. Na, der ist schon mal besser als ein unnötiger Powerblock. So. Lasst mich bloß in Ruhe. Nein, ich will nicht. Ich will nicht. Nein, ich will nicht. Oh, na toll. Ich muss genau in die Mitte, den mittleren Weg. So. Mann, doch nicht Lucky Lester. Paracari. Nur der kann hier so fliegen. Na gut, Lucky Lester kann auch fliegen, aber halt anders. So. Oh mein Gott. Nein, 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 nein. So, ich glaube, jetzt muss ich hier weiter, oder? Jupp. So. So. Ja, keine Sorge, Freunde, ich habe nur ein leichtes Kratzen im Hals. So. Nein, 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 ich will nicht. Lass mich in Ruhe. Lass mich bloß in Ruhe. So. Was sollte das denn jetzt? Eine Sackgasse. Total verarscht worden bin ich gerade. Verdammt. Ah, okay, hier muss ich runterspringen. Wow, Kamek, Vorsicht! Ach Mensch, Erstangriff erfolgreich. Oh, ey, Mann. Wisst ihr was? Megabeben. Und zack. So, den einen Kamek... Hat's gleich umgehauen. Wow, die geben mir 5 Sternenpunkte. Okay, so. Und Elektrohieb. So, was hast du vor? Ja klar, du heilst den anderen, die andere Kupatulie. So typisch. So typisch. Aber das nützt euch nichts! Sagt Tschüss! Arrivederci! Wow! 18 Sternenpunkte, das hat sich ja wirklich gelohnt! Nur bitte, nicht mehr lange und ich habe endlich wieder ein Level up, dann werde ich meine KP auf 40 erhöhen. Okay, ich glaube, ich bin endlich wieder da. So, genau hier muss ich jetzt einfach diesen Block verschieben.
Und dann wechsle ich mal auf Gumbario. Und da bin ich wieder, vor dem Wächtertor. Bläh, du bist zurückgekommen, du bist aus dem unterirdischen Verlies entkommen? Aber das ist doch absolut unmöglich. Das muss ein Trick sein. Aber ich fürchte, mein Wort muss sich wohl halten, du darfst passieren. Aber glaub ja nicht, dass ich das vergessen werde. Ja, jetzt kann ich hier endlich wirklich durchgehen, aber es gibt noch zwei weitere Wächtertore in Bowsers Festung und hier bin ich jetzt in einer großen Halle, wo ich endlich mal wieder speichern kann. So, dann gehe ich aber mal hier unten lang. So, einfach die Treppen runter, weil jetzt komme ich in eine Gefängniszelle, wo weitere Leute aus dem Pilzpalast eingesperrt sind und hier muss ich wieder eine Koopatolie bekämpfen. So, komm her! Kommst du her? Ah, egal. Wenigstens kein gegnerischer Erstangriff. Hey, du bist ja nur alleine! Okay. Dich schaffe ich dann auch so! So, Bombette, Body Slam! Und tschüss! So, nochmal 3 Sternenpunkte und der lässt natürlich einen Schlüssel fallen. So, Kerkerschlüssel, ein Schlüssel zu den verließenen Bowsers Festung. Damit kann ich gleich mal die Tür hier öffnen. Und hier gibt es auch ein Bett, wo ich mich ausruhen kann. So, Kamera an sich dreht sich. Psst, psst. Unser Slogan lautet der frische Körper und Geist. Das ist zwar kein Todhaus, aber du kannst dich hier ausruhen, wenn du willst. Willst du ein Nickerchen machen? Ja, natürlich. Auch wenn es vielleicht nicht sehr bequem sein dürfte, auf einem Steinbett zu schlafen. Aber KP und BP füllt es trotzdem auf. Hast du gut geschlafen? Dann pass auf und geh. Ups, pst, ich sollte nicht so laut sein, sonst finden sie uns noch. Ach, keine Sorge, das tun sie schon nicht. Mario, dein Hauptziel ist es doch, die Prinzessin zu retten. Der Glaube daran, dass du kommen würdest, hat sie sicherlich stark gemacht. Wir hätten mittlerweile schon ausbrechen können, um sie zu retten. Aber wir hatten alle Hände voll damit zu tun, die Gefangenen zu beschützen. Was für eine Schande. Ach, jetzt nehmen wir das mal nicht so zu Herzen. Ihr werdet schon noch alle gerettet werden. So. Also wenigstens gibt es auch in Bowsers Festung Möglichkeiten, mich zu heilen, abgesehen jetzt von Herzblöcken. Gut, gleich nochmal zwischenspeichern. Und so, dann kann ich hier nach links und nach rechts gehen. Ich gehe jetzt aber mal nach links. Durch diese Tür. So, denn hier gibt es einen Shop. Hä? Wer bist du, Mann? Ich kenne dich nicht. Bist du vielleicht Mario? Hä, war nur Spaß. Ich bin der Wächter dieses Lagerhauses und mir ist sehr, sehr langweilig, Mann. Hey, weißt du was? Wenn du ein paar Mützen dabei hast, verkaufe ich dir was. Ja, gerne doch. Oh, du scheinst reich zu sein, Mann. Sieh dich nur um. Ich verkaufe alles, was du hier siehst. Ja, und ich kann hier natürlich auch wieder Items einlagern und mitnehmen. So. Dann werde ich mal den Superpilz einlagern, oder? Moment mal, ich habe jetzt E2 Lebenspilze dabei, das heißt, ich lagere den einen Lebenspilz ein und naja, Donnerzorn, Sternenwind ist eigentlich besser, dann lagere ich auch den Donnerzorn ein und den Superpilz auch. So, kaufen könnte ich jetzt, das ist aber alles ziemlich teuer. Aber ja, eigentlich will ich ja gar nichts. Ich habe jetzt nur wieder mein Inventar etwas leer gemacht, weil ich doch noch ein paar gute Items finden werde. So, dann gehe ich mal von hier aus gesehen nach rechts, weil hier komme ich weiter. Und ihr seht schon, wie riesengroß Bowsers Festung ist. Die ist innen wieder mal größer als außen. Oh, und Kamek! So, den will ich jetzt aber endlich mal scannen, verdammt nochmal. So, komm her! So, ich will endlich mal... Oh, und jetzt kann ich endlich auch diese Viecher hier scannen! Ein Knochenkäfer! Das ist
ist ein Knochenkiefer. Es sind knochige, verwandte Kiefer, daher der Name. Maximale KP 8, Angriffskraft 3, Verteidigung 4. Es ist schwer, sie zu verletzen. Wenn sie ihre Stacheln ausfahren, steigt ihre Angriffskraft auf 5. Wenn sie wieder einsehen, greift die Gelegenheit, um sie umzukippen. Danach sind sie sehr leicht zu schlagen. Ah ja. Okay, dann mache ich mal wieder das altbekannte Megabeben. Und zack! So. Oh, was machst du? Ja klar, du machst den transparent, wie fies! Und du... erhöhst seine Verteidigung um 1. Okay. So, Scanner. Das ist ein Kamek. Kameks sind die Elite-Magier des Cooper-Clans. Maximale KP 11, Angriffskraft 6, Verteidigung 0. Vorsicht, Magier, ihre magischen Angriffe sind nicht zu unterschätzen. Sie kennen viele fiese Zauber. Wir sollten sie schnell besiegen, bevor sie irgendetwas Verrücktes anstellen. Ja, wie zum Beispiel diesen Knochenkäfer transparent zu machen. Egal, nochmal. Oder soll ich nicht? Ja, komm. Megabeben. Und zack. So, den Knochenkäfer erwischt ist er leider nicht. Wow. Autsch. Na, warte. So, gleich bist du nicht mehr transparent. Da werde ich ganz einfach nichts tun. Und Gumbari wird auch nichts tun. So, autsch. So, und wenn du jetzt besiegt bist, kriege ich sowieso ein Level up. Oh, cool. Zauber aktiviert sich. So, verstärkt Angriffskraft. Und ich mache... 10 Schaden, ist das geil. Und ich erhalte 11 Sternenpunkte. Das bedeutet wieder ein Level up. So, und ich erhöhe jetzt meine KP auf 40. Sehr schön. Wow, und da greift mich schon die nächste Kupatulli an und der nächste Kamek. So, ihr könnt mich mal alle. Jetzt habe ich echt keinen Bock mehr. So, Tür auf. Ah ja, genau, ich weiß schon, wo ich bin. Hier muss ich jetzt nämlich mit dem Wasserstand rumexperimentieren. Ihr werdet gleich sehen, wie ich das meine. So. Hier gibt es nämlich eine Sprungfeder und hier eine verschlossene Tür. So. Komm schon. Schwupps, hier oben gibt es jetzt eine Kette. Und wenn ich hier dran springe, dann aktiviere ich hier irgendwie so eine Art Spülung. Und der lange Gang wird geflutet. Das heißt, ich brauche natürlich... Genau, ich brauche Sushi. So, mit ihr muss ich jetzt, glaube ich, wieder nach links zurückschwimmen. So, genau. Genau, hier komme ich jetzt an den Schalter ran. Und hepp! So, eine Sprungfeder. Kann ich hier durch? Nee. So, und Bombette. Kann's mal wieder krachen lassen. So, hier wieder Wirbelsprung und zack! Schon lege ich einen Geheimgang frei. Der zur zweiten Kette führt. Aber ich finde die Ideen eigentlich richtig gut, die die Entwickler hier in Bosses Festung noch eingebaut haben. So, denn hier kann ich das Wasser noch ein zweites Mal ansteigen lassen. So. Wodurch ich nämlich wieder zurückgehen kann, aber halt noch weiter nach oben. So. Denn hier drüben liegt ein Schlossschlüssel herum. Tada!
So, irgendwie so versteckter Block oder was? Nee. Okay. Gut. So, das Einzige, was ich jetzt natürlich noch tun muss, ist das Wasser wieder abfließen zu lassen. Und dazu muss ich mich ganz einfach ein zweites Mal an die Kette hängen. Dann wird das Wasser wieder abgelassen. Und hepp! So, ich glaube, diese Kette hat das Wasser, glaube ich, sogar ganz abgelassen. Glaube ich zumindest. Wenn nicht, muss ich halt an die andere Kette hier auch noch springen. Aber ich glaube, das Wasser ist komplett abgelassen, oder? Nee, doch noch nicht. Okay, okay. Dann muss ich auch noch gegen die zweite Kette springen. Weil sonst komme ich ja nicht an die Tür ran. Ich finde, Sushi hätten sie ein bisschen schneller machen können. Also die schwimmt mir doch ziemlich langsam. Aber was soll's. So, und hepp. So, endlich ist das Wasser wieder ganz abgelassen und jetzt kann ich auch durch die Tür hier. So, was haben wir denn hier? Ah ja, genau, hier haben wir die goldene Variante der Kugelwillis. Die werde ich auf jeden Fall auch einmal scannen. Und dann ist es aber, glaube ich, mal besser. Besser. Ja, ich mache mal kurz den Protektor-Orden aus und stattdessen mache ich den Multisprung an und den Supersprung Plus mache ich auch an. So. Und hepp. Und zack. So, na, die geben jeweils nur noch mehr 2 Sterne Punkte, also, aber besser als gar keine. So, das ist ein Raketenwilli. So, die haben eine Angriffskraft von 6 und 3 KP. Das ist eigentlich eh nicht so schwer. So, also 3 KP, die werde ich auf jeden Fall sicher mit dem Multisprung einfach so killen. Zack und zack. Sehr schön. Wunderbar. So, die kommen hier jetzt natürlich ständig angeschossen. Das heißt, theoretisch könnte ich hier wieder schön viele Sternenpunkte sammeln, indem ich hier einfach nach und nach wieder diese Raketenbillis besiege. Wow, genau, und hier haben wir auch schon die Übeltäter, nämlich die Willy Blaster, ich glaube so heißen die, und jetzt habe ich gerade nicht Gumbari dabei, ich Idiot. Na gut, dann gleich mal ausgewechselt und Scanner! So, genau, eine Willy-Kanone, okay, die haben 10 KP und eine Verteidigung von 4, und greifen natürlich mit den Raketenwillis an. Zack und zack. So, am besten mache ich mal Megabeben wegen den Kanonen. Und zack. Sehr schön, das macht 7 Schaden. Und Gumbari wechsle ich jetzt aus gegen Bombette. So. Autsch. Autsch. So, wenigstens killen die sich selber und ich krieg trotzdem noch Sternenpunkte. So, dann probieren wir mal die Powerbombe aus. Und zack. Und ihr seid kaputt. Cool, 12 Sternenpunkte. Sehr schön. So, aber das war's noch nicht, weil da oben stehen gleich die nächsten Willy-Kanonen. Mann, oh. Ihr seid so nervig. So, Multisprung. Zack und Bams. So, wenigstens kriege ich ein paar Sternenpunkte. Also ein Level-Up will ich auf jeden Fall noch in Bosses Festung erreichen. So, wow, und... Zack.
Natürlich, ein normaler Hammerangriff nützt nichts, aber ich mache einfach Megabeben. Zack! So, Bombette, du machst wieder Powerbombe. Und dann sind die auch schon platt. Sehr schön. Oh, cool! Endlich aktiviert sich der Zauber mal hier. Zauber erhöht die Anzahl der Sternenpunkte. Cool. 16 Sternenpunkte. Das finde ich wirklich cool, ja. Das könnte ich eigentlich öfters brauchen. So, hier noch die Münzen einsammeln. Ich glaube, hier oben sind jetzt nochmal Willi-Kanonen. Jupp. Hep. Wow. Oh Mann, da sind sogar zwei Willi-Kanonen nochmal hintereinander sogar. Mann, oh Mann. Multisprung. 1, 2 und 3. Multikill. Na, wenigstens kriege ich Sternenpunkte, sonst wäre es total schwachsinnig. Oh, und eine Koopatoole mischt sich hier auch noch ein. Sowas. Was denkst du eigentlich, wer du bist? So. Und Powerbombe! Oh, kaboom! So, und nochmal 11 Sternenpunkte. Sehr schön. So, genau, hier oben sitzen jetzt nochmal weitere Willi-Kanonen. Aber jetzt habe ich schon bald keine Blütenpunkte mehr und ich will meine Items eigentlich nicht verschwenden. Na toll, ein Karmic ist hier auch noch. Na gut, Megabeben habe ich ja sowieso keine Chance mehr. Dann Bombette. Bombette, mach einfach die... Hä? Wieso kann ich den da hinten nicht erreichen? Ist das dumm? Okay, dann mache ich was anderes. Dann setze ich ganz einfach mal einen Sternenwind ein. So, und Bombette, du wirst nichts tun. So, und dieser blöde Kamek erhöht die Verteidigung eines Raketenwillium um 1. LOL. So, das bringt euch aber alles nichts. Ich setze ganz einfach den zweiten Sternenwind ein. Und das war's für euch. So, jetzt kriege ich aber ziemlich viele Sternenpunkte. Jawohl. Nochmal 15 Sternenpunkte extra. Da habe ich ja bald wieder ein Level up. So, ich glaube, das war's jetzt endgültig. So, wow, oh mein Gott. Hier greifen mich auch noch diese altbekannten Knochen-Trockenfuzis an. Und ich weiß, dass ich hier irgendwie genau diesen Block hier verschieben kann. Wodurch ich hier durchgehen kann und... Dann kann ich hier noch hinten vorbei. So. Ich glaube, hier gab es hier wieder so ein dämliches Tor. Nee. Aber hier gibt es endlich einen Speicherblock. So, Freunde, dann werde ich diesen Part endlich mal beenden. Der ist eh schon wieder sehr, sehr lang geworden. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder, Freunde. Ciao.